Jö, weiter. Wir haben einen Spelunker, ein Hokage, der klein ist und kurzsichtig. Und ein Spellsort. Ich mag kurzsichtig echt nicht. Es ist alles so schwer zu erkennen dann. Also nee, Select. Also ein Spellsort, ein Paladin, der nicht 3D sehen kann. Und ein Archmage. Nö, 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 nö. Kyria die Sechste. Ich brauche mehr weibliche Helden. Aber gut, Paladin ist super. Confirm. Wir haben richtig Schotter zum Ausgeben. Gucken wir mal. Dark Sword wird es erstmal nicht besseres geben. Sage Helm ist neu. Ja, toll. Du warst 20 weniger Rüstung. 4 Crit-Chance, 15 Critical Damage. 20 weniger Rüstung geht fast. Wenn wir ein paar Mal Rüstung erhöht haben. So, was haben wir hier noch? Retribution Limbs. Royal Limbs für noch mehr Magie. Und richtig viel mehr Gewicht. Und hier haben wir ein Cape, das neu ist. Das macht mehr Crit Damage. Wiegt dafür auch weniger. Nö, wir bleiben bei dem Pflegeding. Ich will mich ja gerade dran gewöhnen. Also sollten wir das jetzt nicht ändern. Ja. Du hast... Gold ist okay. Blut ist super. Blut ist super. Schneller laufen. Also ich würde hier eh gerne jetzt demnächst die beiden letzten Bosse angehen. Und ich glaube, da sollte ich echt beim letzten bei schneller laufen bleiben. Ne? Ja. Und hier Blut. Ja. Okay. Das heißt, 38.000 Gold können wir jetzt übrig behalten für Schnickschnack. Also ich will jetzt nicht Angriffskraft nehmen. Angriffskraft kostet inzwischen so viel. Ja. Also Crit-Chance sollten wir hochprügeln. Und das hier ist schön billig. Das werde ich auch noch erhöhen. Und damit dürfte dann selbst der Paladin einigermaßen Schaden machen. Also natürlich nur, wenn die Crits kommen. Aber beim Boss haut man so oft drauf, dass der garantiert ein Crit mit bei ist. Lebenspunkte, Gewicht ist später auch noch wichtig. Und Rüstung. Rüstung haben wir erst 10 von 50. Nach oben wollte ich auch noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht hat sich hier noch irgendwas versteckt. Nö, nichts Wichtiges. Hinter dem Lich können sie noch was verstecken. Aber ich wüsste gerade nicht was und ich will ihn noch nicht freischalten. Also ja. Wir erhöhen mal das hier auf 30% Chance. Und erhöhen das hier ganz schön viel bis 200% Schaden. So. Dann, was ist Gewicht inzwischen? 3000 und Rüstung ist noch unter 3000. Ich glaube, Rüstung. So, 4300. Irgendwas Teures jetzt. Ja, okay, nochmal Crit-Chance. So, also richtig viel Crit-Chance dazu bekommen. Und dann prügeln wir uns jetzt mal Richtung Dingens. Welcher fehlt eigentlich noch? Warte mal, gucken wir mal. Der da oben, das war das Auge. Der hier unten war Alexander. Das heißt, Pomme de Terre fehlt noch. Und der Killerschleim. Also Maya und Hölle. Das heißt, wir gehen nach oben oder unten. Gucken wir erstmal. Hui. Hui. Oh, hey. Dover, du was. Ja, du. Oh, oh. Oh. Nee, nee, so nicht, mein Junge. Dafür musst du sterben. 316 Crit. Oh. Zack, 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 zack. Ja, das mit den Crits läuft schon mal richtig gut. Ein bisschen Gold ansammeln kann auch nicht schaden. So, zack, zack, zack. Dich ignorieren wir. Den Stuhl aber nicht. Oh, oh, ja, du bist ein ganz böser McRib. Hey. Ja. Vampirrune schwer. Sehr schön. Oh. Oh.
Komm, stirb. Nein, der Goldsack ist aus dem Level gefallen. Das ist ja unfair. Yikes. Yikes. Ah. Also wenn ich mich jetzt in zwei Folgen nicht an das Fliegen gewöhnt habe, dann muss das wieder weg. Das kann echt nicht angehen. Dann benutze ich das echt nur für den Endboss. Wenn wir den irgendwann mal wieder angreifen. Weil so ist das echt untragbar. Ich fliege andauernd in irgendwas rein und wenn ich ausweichen will, weiche ich in Geschosse aus und... Nee. Also ja, es ist sehr praktisch, gerade für so eine Specials wie eben gerade, wo wir die Papierrune hier haben. Aber sonst... Oh. Komm, ich will euch endlich mal töten. Ah, das hat jetzt dafür gesorgt, dass wir den Boss wahrscheinlich nicht angreifen können, aber wir haben sie endlich mal umgebracht. Das hat mich in den Statistiken immer aufgeregt. Wir hatten jetzt ja schon dreimal, glaube ich, die Statistiken. Und wir haben, glaube ich, ihn nur einmal umgebracht. Und wir kriegen dafür einen Retribution-Helm. Oh, danke, Spiel. Das wollten wir noch schon immer nicht haben. Na gut, aber näher an dem Steam-Erfolg, alle Gegenstände zu haben, ist auch okay. Und die ganze Ecke hier ist eine Sackgasse. Das ist doch mal doof. Oh, Hühnchen, sehr schön. Willst du mir etwa sagen, ich soll den Boss doch umbringen, Spiel? Dann musst du mir jetzt nur noch ein, zwei Hühnchen geben. Oder eher... Ding. Oh. Da wollte ich es mal taktisch günstig einsetzen. Und dann sowas. Oh ja. Hat funktioniert. Und anscheinend zieht es am Anfang 25 MP ab. Aber dann hält es auch eine ganze Weile. Oh, warte mal. Jetzt muss ich... Wow. Ja. Genau das meine ich. Warte mal. Wir bräuchten einen Gegenstand, der Doppelsprung bringt. Müssen wir nachher mal gucken. Also so als Gegenstück zu dem Flugumhang. Das ist ein Scherz, oder? Nö, komm, so nicht. Nee. So. Kaputt. Au. Du bist doch wieder so ein Wackelwass. Genau. Also wirklich viele Hühnchen haben wir jetzt nicht bekommen im Spiel. Ich will euch den Boss umbringen. Kaputt. Aber 8 HP pro Gegner. Kann man hinbekommen, aber ist doch schon eine Menge Arbeit. Also so die ganzen Lebenspunkte wieder zu bekommen. Oh. Yikes. Hops. Und hops. So. Nebenbei 6000 Gold gemacht. Kann man auch nicht klagen. Keinen Schaden nehmen. Bö. Ah, knapp. Aber ja, so könnte man das theoretisch machen. Weg hier. Kam mit dem Schild. Also das Schild hinstellen kostet schon mal keinen Mana. Das heißt, man könnte immer so zing durch die Gegend laufen. Ah, ja. Oh. Ah. Gib mir Hühnchen. Ne, nix. Was für ein sinnloser Raum. Komm weg hier. Münze kann auch mit drin weg hier. Und dafür dieser ganze Schnickschnack. Brennende Feuerwelle und was weiß ich. Das ist da gar nichts. Okay, ein Hühnchen hätten wir schon mal. Aber das war auch ein Zwangshühnchenspiel. Das musst du mir geben. Da kannst du gar nicht anders. Das zählt nicht. Das war lustig. Oh. Zing. Hahaha. Okay. Das lief gar nicht mal so schlecht mit dem Fliegen. Also gerade in der Situation. Ich kann etwas hinter mir treffen mit dem Schwert, obwohl ich nach vorne schlage. Okay. Holt wohl sehr weit aus, der Charakter. Gott. Oh, komm schon. Ich will doch nur ein Hühnchen haben.
Ding. 7000 Gold. Das wird zweimal Crit Damage erhöhen. Ding. Langsam, langsam komme ich drauf mit den Spezial-Moves. Also diesem Barbarenschrei und dem Blocken. Muss ich nur die ganzen anderen drauf bekommen. Also Hokage zum Beispiel. Hokage wird bestimmt richtig praktisch, wenn man den Baumstamm richtig einsetzen kann. Wie geil. Okay. Ding, 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 ding. Oh. Oh. Man kann auch in der Luft das machen, sehr praktisch. Oh, ja. Also ich habe nicht besonders toll das Leben. Aber ich konnte mit dem Fliegen trainieren und mit dem Schild rumspielen. Das ist echt, echt praktisch. Gleich nochmal ein paar Paladin. Ohne Fußpuls, aber nee, kurzsichtig. Barbarenkönigin. Nee, wir wollen Boss angehen. Da bräuchten wir eigentlich genau. Wir bräuchten da so Ninja. Zwing. Was erhöhen wir mit dir? Das hier bringt dir nichts. Mehr Stärke würde das bringen, aber kostet tierisch viel. Ich glaube, ich nehme einfach mal mehr Leben. So. Und für 1500 kaufen wir uns jetzt irgendwas und benutzen es nicht, weil wir es können. So. Bleiben die Runen gleich als Hokage? Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ach, stopp. Wir wollten eigentlich noch gucken, ob wir das mit einem Doppelsprung irgendwie... Oh, was machst du? Achso. Mit dem Doppelsprung irgendwie hinbekommen. Also Crit-Chance, Crit-Damage, Crit-Damage und Crit-Chance, Siphon, nix, Damage-Return, Critical-Chance. Okay, es fehlen noch 5. Es fehlt allgemein noch gut was. Ja... Und jetzt Runenaustausch und Doppelsprung zu bekommen, wäre viel zu aufwendig. Ich versuche mich dieses Leben noch weiter an das Fliegen zu gewöhnen. Und nebenbei Gegner bestimmt jetzt alle zu one-hitten. Das könnte schon mal schick werden. Ding. Ding. Dann könnte meinen, es wäre ein New Game. Kein. Na, Ritter brauchen 2, okay. Aber das ist absolut vertretbar. Ich glaube, das überspringe ich mal. Springen. Dich überspringe ich auch. Oh, euch überspringe ich nicht. Kaputt. Swish. Swish. Au. Oh. Wie war das mit Spezialattacken? Nicht übertreiben. Ah, da hat es gerade funktioniert. Und Sage Cape. Mehr Gold. Dafür nicht fliegen können. Ich glaube, Fliegen ist ja doch ein dezentes bisschen besser als 10% mehr Gold. So, das wollten wir überspringen, ne? Okay, dann halt in die Hölle. Besser als diesen komischen Raum durchzufliegen. Oder versuchen durchzufliegen. Fliegen. Du warst One-Hit. Das ist doch schon mal schick. Aber Lebenspunkte, ne? Fällt euch auf, ist nicht besonders prickelnd gerade. Wir sind nicht sehr weit. Ab. Komm, schieß doch. Das war jetzt nicht so weit. Warte mal von da. Ja, das ist ein Katzensprung. Muss man echt gut timen können. Und wissen, wann man es einsetzt. Jo, wie gesagt, alles Übung ist okay. 3500 Gold, falls wir sterben sollten, ist nicht prickelnd, aber wir können uns wenigstens ein, zwei Sachen kaufen. Oh, warte mal. Und Hokage funktioniert nicht zum Durchteleportieren. Das ist schade. Da habe ich nämlich irgendwie schon recht häufig drauf gebaut.
habe ich immer gesagt, ja, wenn wir jetzt ein paar hätten, könnten wir da durchteleportieren. Nee, können wir gar nicht. Okay.